liebes Tagebuch. Weißt du noch, wie Tiki vor einiger Zeit krank war? Ich wusste nicht, wie man einen Kwami gesund macht, aber Tiki gab mir die Adresse eines Heilers. Welche Katzenart ist das? Katze? Eine haarlose Katze. Eine seltene Rasse des Königreichs Achul. Sehr ungewöhnlich. Ja, da haben Sie recht. Wir sind fertig. Ihre Katze ist wieder gesund. Aber wie sich rausstellte, war er gar kein Heiler. Hallo, Ladybug. Tiki hat mich ihm heute offiziell vorgestellt. Meister Fu ist das letzte lebende Mitglied des Ordens der Hüter. Meister Fu trägt große Verantwortung. Er ist derjenige, der die Miraculous hütet und verteilt. An meinem ersten Schultag habe ich einen alten Mann gerettet, der die Straße überqueren wollte, weißt du noch? Das war Meister Fu, der testen wollte, ob ich Ladybug werden kann. Ja, gut gemacht. Meister Fu ist unglaublich. Er ist schon 186,5 Jahre. Ist das zu glauben? Aber er ist immer noch sehr fit. Jedenfalls für sein Alter. Als er so jung war wie ich, wurde er auserwählt, Hüter zu werden und wurde zu Meister Fu. Aber er machte einen Fehler und verlor zwei Miraculous, den Pfau und den Schmetterling. Und es ist seine Schuld, dass die letzten Hüter verschwunden sind. Cat Noir und ich tragen eine große Verantwortung. Wir müssen Meister Fu helfen, die verlorenen Miraculous aufzuspüren. Ich hoffe, ich kann den Fehler von Meister Fu irgendwann gerade biegen. Als Dank dafür, dass er mein Leben verändert hat und ich Ladybug werden durfte. Ich kenne Meister Fu noch nicht sehr gut, aber ich glaube, ich kann viel von ihm lernen. Keine Sorge, liebes Tagebuch, ich werde weiter berichten. Also, bis später.